Ein paar Worte zum Schläger und Material. Die Elemente, die das bestimmen, sind das Holz, der Schwamm und die Oberfläche. Das Holz ist eingehend aus Holz eben gemacht. Man kann es aber zum Beispiel mit Carbon verstärken, dann wird es sehr schnell. Der Untergummi kann verschiedene Dicken haben. Je dicker der ist, umso schneller ist er. Und die Oberfläche ist mehr oder weniger griffig und entscheidet über den Spin. Jetzt ist es so, dass jeder Vorteil von so einem Element auch der Nachteil ist. Das heisst, je schneller das Holz und je dicker der Gummi ist, umso schneller kann ich zwar spielen, aber umso weniger kann ich den Schläger kontrollieren. Und was die Griffigkeit vom Belag anbelangt, je griffiger der ist, umso mehr Schnitt kann ich geben. Dafür bin ich auch viel empfindlicher auf den Schnitt vom Gegner. Bei Fertigschlägen findet man so Angaben zu eben Geschwindigkeit und Spin und Kontrolle. Das sind eher Richtwerte. Am besten müsste man versuchen, die verschiedenen Schläger auszuprobieren. Noch ein Wort zur Pflege. Gift für den Schläger ist Schweiß, Fett und Sonne. Also wenn man Schläger ein paar Stunden in der Sonne gehört, kann man eigentlich nicht mehr brauchen. Am besten wäscht man den mit ein bisschen lauwarmem Wasser oder mit den handelsüblichen Pflegemitteln.